Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Mal eben was im Bundestag regeln. Kurz bei dem oder der zuständigen Abgeordneten an die Bürotür klopfen und ein Anliegen vorbringen. So beginnt ein Artikel der Süddeutschen Zeitung aus Februar 2016 mit der Überschrift »Durch die Hintertür«. Zahl und Namen der Lobbyisten hat die Bundestagsverwaltung nach einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vor einiger Zeit veröffentlicht und im Februar 2016 hat der Ältestenrat des Deutschen Bundestages beschlossen, dass Unternehmensvertreter zukünftig keine Hausausweise mehr bekommen. So einfach durch die Hintertür sind die Dinge heute nicht mehr. Das bedeutet, dass Dauerausweise, mit denen man sich früher im Bundestag frei bewegen konnte, inzwischen sehr stark eingeschränkt worden sind. Man muss sich in ein offizielles Lobbyistenregister eintragen lassen und man muss einem Verband angehören. Und ich zitiere jetzt mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, Herrn Hackmark, den Geschäftsführer von Abgeordnetenwatch, und der ist jetzt nicht unbedingt immer ein Befürworter der Arbeit des Deutschen Bundestages, schaut sehr kritisch auf die Dinge. Er sagt zu dieser Entscheidung des Ältestenrates, dass die Lobbyisten von Rüstungs- und Autokonzernen zukünftig nicht mehr nach Belieben im Bundestag ein- und ausgehen können, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer transparenten und sauberen Politik. Die SPD-Fraktion begrüßt diesen Beschluss des Ältestenrates daher ausdrücklich. Damit ist jedoch der Forderung der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne noch nicht entsprochen. Wir diskutieren ja heute über einen Antrag über die Einführung eines verbindlichen Lobbyistenregisters. Und hier geht es eben nicht nur um Dauerausweise, denn mit oder ohne Hausausweis wird es immer Lobbygespräche geben. Und die sind uns übrigens, das hat Herr Kaster schon gesagt und übrigens auch Frau Sitte, die sind uns sehr wichtig. Und sie sind im Übrigen für alle Abgeordneten wichtig. Das Grundgesetz erlaubt jedem, seine Interessen zu vertreten. Kein Interesse wird ausgeklammert, ob es um Position der Umweltorganisation geht oder wirtschaftliche Standpunkte von Unternehmen, von Sozialträgern. Das spielt aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Rolle. Unsere Demokratie lebt vom freien Austausch der Gedanken und vom Interessenausgleich. Und das gilt für diesen Bundestag erst recht. Mir ging es in den letzten Tagen genauso wie Ihnen allen. Ich habe verschiedene Gespräche geführt, ich lege die hier gerne offen. Es war die IHK Mecklenburg-Vorpommern, es war Verdi, es war die Impfallianz Gavi. Und glauben Sie mir, diese Gespräche sind im Austausch extrem wichtig. Sowohl für diejenigen, die etwas von uns erwarten bzw. ihre Anliegen vorbringen wollen, als auch umgekehrt. Wir informieren uns gerne in dieser Hinsicht. Es wird sich daher über Sinn und Zweck dieser Gespräche niemand große Sorgen machen. Und im Übrigen finde ich es ganz schade, dass der Begriff des Lobbyisten, des Lobbyismus so sehr verbrannt ist. Und das finden übrigens auch die sogenannten Lobbyisten selber. Auch ich war in der Anhörung am 11. Mai und ich glaube, wir haben alle gehört, dass auch die Lobbyverbände gesagt haben, sie wünschen sich ein verbindliches Lobbyistenregister. Denn mit einem verbindlichen Lobbyistenregister, Herr Kaster, wäre unserer Meinung nach viel getan. Dann käme nämlich endlich mal der Lobbyismus aus seiner Schmuddelecke heraus. Denn es geht nun mal um nichts Geringeres als das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das staatliche Handeln und um Transparenz als wichtiges Argument dazu. Und ich meine, das tut uns im Übrigen überhaupt nicht weh. Also im Gegensatz zu unseren Koalitionskollegen geht es nicht darum, dass wir sozusagen die Hosen runterlassen, dass wir uns für alle Gespräche, die wir führen, öffentlich rechtfertigen müssen, sondern es geht genau von der anderen Seite aus. Es geht genau nur darum, dass die Lobbyverbände ihr Anliegen und ihre Hintergründe offenlegen müssen. Das hat also mit einem Nackigmachen des Parlamentariers wirklich nichts zu tun. Aber ich gebe zu, es gab auch kritische Stimmen in der Anhörung. Ich habe jetzt die Wucht nicht so empfunden wie Sie, weil Sie hatten vorhin gesagt, das war verheerend für die
für das Team pro verbindliches Lobbyistenregister. Ich habe es anders vernommen, aber wir haben auch die kritischen Stimmen gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Kollegin gleich auch auf einen Punkt eingehen wird. Das betrifft beispielsweise die finanzielle Offenlegung. Da denke ich, müsste man wirklich noch mal schauen, ob das möglicherweise in das Recht der informationellen Selbstbestimmung zu sehr eingreift. Inwiefern das freie Mandat an der Stelle betroffen ist, ich sehe es wirklich nicht. Aber die kritischen Argumente gegen ein verbindliches Lobbyregister dominieren derzeit, man weiß ja nie, noch bei den Koalitionskollegen der CDU/CSU und hindern uns von der SPD-Fraktion, ihrem Antrag zuzustimmen. Das ist schade, aber es gibt eine Koalitionstreue und an die halten wir uns. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch einmal ausdrücklich erwähnen, dass die Bilanz der Erfolge der Koalition, jetzt lobe ich uns ja noch mal, sich doch sehen lassen kann. Auch das ist schon gesagt worden, aber vielleicht noch nicht so deutlich. Also wir haben in dieser Legislatur die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung neu eingeführt. Und wir haben eingeführt, dass es eine gesetzliche Karenzzeit für den Wechsel der Regierungsmitglieder in die Wirtschaft gibt. Ich habe eingangs schon gesagt, dass wir die Erteilung von Hausausweisen sehr reglementiert und sehr stark verringert haben. Und ich will an dieser Stelle noch eins ausdrücklich betonen. Wir von der SPD-Fraktion werden unser Ziel eines verbindlichen Lobbyistenregisters nicht aus den Augen verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Britta Hasselmann ist jetzt die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen.